Es ist der Urlaub, der nie gemacht wurde, die Strecke, die man lieber läuft, als mit der Bahn zu fahren, oder die kalte Heizung im Winter. Armut hat viele Gesichter. Da geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr enger ziehen, weil ich habe nichts mehr. Ich habe auf der Straße gelebt. Ich habe es keinem gesagt. Junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren sind am häufigsten von Armut betroffen. Also genau in dem Alter, wo sie so richtig ins Leben starten wollen. Ich weiß nicht, wie lange man sich das noch leisten kann, auf die alle zu verzichten. Das sind ja auch nicht wenig. Dann gibt es halt immer noch so diesen Mythos, hier fällt niemand durchs Netz. Und es ist einfach nicht so. Ich würde mich nicht als Menschen ansehen, der bedürftig sein sollte, weil ich habe ja mein Leben noch vor mir. Woran liegt es eigentlich, dass gerade junge Menschen in Armut geraten? Wie kann das trotz Fachkräftemangel und sozialer Absicherung eigentlich sein? Wie kommen junge Menschen in Armut? Und vor allen Dingen, wie wieder heraus? Ich bin auf dem Weg zu Jordan. Der 19-Jährige will als einer von wenigen über seine Situation sprechen. Gleichzeitig versucht er nach außen hin alles, damit seine Armut auf den ersten Blick nicht sichtbar wird. Nicht erschrecken. Hallo. Weil er Fotografie liebt, treffen wir uns zu einer Fototour. Da lang? Richtung alte Fabrik, ja. Okay. Na dann schauen wir mal, was wir finden. Jordan erzählt mir, dass er für die letzten beiden Wochen des Monats nur noch 1 Euro auf dem Konto hat. Das offen zuzugeben, fällt ihm schwer. Jordan hat vor kurzem eine Ausbildung zum technischen Gestalter angefangen. Eigentlich würde er Schüler-BAföG bekommen, doch gerade lebt er nur vom Kindergeld. Denn seit einem halben Jahr hängt der Antrag in der Luft. Auch weil sein Vater anfangs die Unterschrift verweigerte. Weil er erstens nicht mit den Anträgen klarkommt und er dachte immer, die würden ihm das Geld streichen. Aber das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Und das Kindergeld geht dann halt für Strom, Internet und Miete drauf. Und dafür reicht es ja nicht mal. Geld war schon immer knapp, sagt er. Bis 13 lebte er bei seiner Mutter. Mit 17 schmiss ihn sein Vater raus. Die Familie, die junge Menschen im Übergang üblicherweise auffängt, fehlte Jordan. Er ist in einer schulischen Ausbildung. Deswegen bekommt er weder ein Ausbildungsgehalt noch Arbeitslosengeld 2. Gleichzeitig muss er wegen einer Überzahlung des Kindergeldes Schulden abstottern. Das bedeutet auch Verzicht. Weniger essen. Auf jeden Fall weniger essen, noch mehr zusammenkneifen und durch. Wie ist das gerade für dich? Also finanziell existiere ich nur noch. Ich vegetiere gefühlt nur noch vor mich hin. Ich kann mit der Bahn nicht fahren, ich kann gar nichts machen. Ich muss immer nur laufen. Ich kann in der Stadt mir zum Beispiel nicht sagen, okay, ich hole mir jetzt mal eine Bratwurst, ich habe Hunger. Das kann ich gar nicht machen, weil das schon viel zu teuer ist. Und das ist dem Amt halt total egal. Nach Geld fragt Jordan nur ungern. Was bleibt, ist der nackte Hunger. Er erzählt, dass das Jobcenter auch dafür eine Antwort parat hatte. Ich soll es wohl bei der Tafel mal versuchen. Aber warum soll ich als junger Mensch, der eigentlich eine Ausbildung macht, zur Tafel gehen? So, warum soll ich dann da stehen und mir Essen aus zweiter Hand holen? So klar, es ist für Leute, die wirklich bedürftig sind, aber ich würde mich nicht als Menschen ansehen, der bedürftig sein sollte. Weil ich habe ja mein Leben noch vor mir. Irgendwann kann man ja gar nicht mehr den Gürtel enger schnallen, oder? Ja. Ich bin momentan am Anschlag, sage ich mal. Da geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr enger ziehen, weil ich habe nichts mehr. Jugendarmut ist längst keine Ausnahme mehr. Gut jeder Vierte der 18- bis 24-Jährigen ist von Armut bedroht. Mehr noch als jede andere Altersgruppe. Doch wie viel ist zu wenig? Als armutsgefährdet gilt, wer in einem Haushalt lebt, der weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens des Landes verdient. Für einen Ein-Personen-Haushalt in Deutschland sind das aktuell 1.074 Euro pro Monat. Für Sachsen-Anhalt 958. Ein Wert, den Jordan deutlich unterschreitet. Wen siehst du da in der Verantwortung vor allen Dingen? Also in der Verantwortung sehe ich tatsächlich auch die Schulen, die uns darauf eigentlich vorbereiten sollten. Solche Anträge zu bearbeiten, zu erfüllen. Das haben wir nie gemacht. In der Schule lernen, wie man Hartz-IV-Anträge ausfüllt, scheint, dass Jordan schon jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufgegeben hat. Wie schaffst du das, also da überhaupt noch dran zu bleiben? Motiviert dranbleiben bin ich schon lange nicht mehr. Ich mache es einfach nur noch, um zu leben. Wir beenden unsere Fototour, wo wir sie begonnen haben. Jordans Worte aber werden mir noch lange nachhängen. Er möchte seine Schulden abbezahlen, um wieder auf die Beine zu kommen.
In den nächsten Wochen werden wir ihn bei seiner Suche nach Hilfe begleiten. Wie verlief bei euch der Wechsel ins Arbeitsleben? Musstet ihr euch um Geld Gedanken machen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Bei Jugendarmut ist Sachsen-Anhalt zusammen mit Bremen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern negativer Spitzenreiter. In Sachsen-Anhalt sind 34,2% der jungen Erwachsenen armutsgefährdet. Damit liegt das Bundesland deutlich über den Bundesdurchschnitt von 25,5%. Hier in Halle konzentriert sich ein Großteil der kritischen Einkommensverhältnisse vor allem auf einzelne Viertel, zum Beispiel Neustadt und Silberhöhe. Kurz hinter Silberhöhe wohnt Lukas. Wir sind jetzt gleich vor der Tür. In 10 Sekunden kannst du uns dann aufmachen. Seiner Wohnung wurde der Strom abgestellt. Deshalb funktioniert die Klingel nicht. Du kommst runter. Okay, dann kommen wir dahin. Dann kommen wir jetzt. Okay, super, bis gleich. Lukas stand mit Anfang 20 schon mehrfach am Abgrund. Statt wie Leute in seinem Alter so richtig durchzustarten, kämpft er monatlich um sein finanzielles Überleben. Auch er schämt sich für seine Situation und wie er auf andere wirkt. Deshalb haben wir Namen und Stimme verändert. Lukas hat mir vorab erzählt, dass er oft Gesellschaftsspiele spielt. Wir treffen uns in seiner Wohnung zu einer kleinen Spielesession. Oh, das sieht ja jetzt schon sehr wackelig aus. Wie ist das gerade bei dir? Hast du gerade so Halt? Habe ich kaum. Also gefühlt gar nicht. Ich muss mich selbst stark machen, obwohl ich eigentlich schon sehr, sehr... am Verzweifeln bin. Und dann ist der Turm zusammengefallen. Das hat eine Bedeutung. Innerlich geht es mir gar nicht gut, wenn ich so nachdenke. Und ich bin auch innerlich sehr kaputt. Aber ich lasse es mir halt von vielen, eigentlich gar keinem so richtig ansehen. Lukas sagt, dass es schon schwierig war, seit er denken kann. Taschengeld gab es nicht. Urlaub schon gar nicht. Stattdessen Streit in der Familie an der Tagesordnung. Es hat auch schon mit 12 angefangen. Da ging es langsam los, wo ich erwachsen werden musste. Wir sind auch durch Dinge gegangen, die einen, ja, mitgenommen haben. Wir haben Pfandflaschen gesammelt, was uns an sich sehr unangenehm war. Und das schon in Kinderzeiten mitzudurchleben. Aber, na, wie heißt es so schön, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Lukas' Mutter hat ihn mit 15 auf die Straße gesetzt. Was genau vorgefallen ist, darüber schweigt er. Nicht aber über die Zeit danach, als er nach Leipzig ging. Ich habe auf der Straße gelebt. Ich habe es keinem gesagt. Wie war diese Zeit für dich? Schwer. Schwer, sehr kalt, sehr unangenehm. Ich habe da gedacht wie im Krieg, wenn du quasi überleben musst. 3 Monate habe ich am Ende auf der Straße gewohnt. Wo ich dann wiederkam, kam ich aus Leipzig komplett zerstört. In Deutschland leben nach einer Schätzung rund 37.000 junge Menschen unter 27 Jahren auf der Straße. Erst als es bei Lukas gar nicht mehr ging, vertraute er sich wieder zurück in Halle einem Sozialarbeiter an. Der vermittelte ihm erste Kontaktstellen. Einstieg ins Arbeitsleben, wie war das für dich? Der Einstieg ins Arbeitsleben war eigentlich sehr schwer für mich, weil mein Körper war nicht in der Lage, mein Kopf, mein Gehirn genauso wenig, weil ich echt kaputt war. Heute, mit 22 Jahren, hält sich Lukas mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Eine Ausbildung hat er nicht gemacht. Das Geld vom Amt reiche hinten und vorne nicht, sagt er. Ohne Miete bleiben ihm 60 Euro im Monat, knapp 2 Euro pro Tag. Mit seiner Familie hat er heute kaum Kontakt. Er besucht einen Jugendtreff. Daneben bleiben ihm noch ein paar Freunde. Kannst du dann offen mit ihnen auch über deine finanzielle Situation sprechen? Nein. Kann ich nicht. Man will ja nicht doof dastehen bei den Leuten und ja, da frisst man halt sehr viel in sich rein. Wie blickst du so in die Zukunft? Erstmal das Schlimmste vom Schlimmsten beiseite schaffen. Ich war ganz, ganz unten und bin jetzt so froh, dass ich jetzt wieder ein Dach über dem Kopf habe. Warum er gerne spielt, erfahre ich bei der nächsten Spielrunde Mau Mau. 8 war Karten tauschen. Du kriegst dann meine Karten und ich krieg deine Karten. Ein neues Blatt bekommen. Eine Chance, die Lukas auch gerne im echten Leben hätte. Also es ist wirklich egal, was für Karten man hat. Kann sich das Spiel nochmal wenden? Genau. V
Für Lukas war der Ort, den ich jetzt besuche, eine besondere Stütze. Das Reich von Sozialpädagoge Wolf Rothe. Einem Waldorf-Jugendtreff mitten im Herzen von Halle, dem Vajut. Der 47-Jährige hält hier alle Fäden in der Hand. Der Tag beginnt mit einer Morgenrunde. Der Plan heute? Wimpel aufhängen für den Bauspielplatz. Da brauche ich auf jeden Fall eine zweite Hand, da wirst du mir nachher gut helfen können. Zwei Hände habe ich. Ja, ist so groß. Das ist gut, das ist Vorteil. Seit mehr als 20 Jahren ist Wolf Sozialarbeiter. Er will Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für das Leben fit machen. Das Vajut ist für viele schon zu einem zweiten Zuhause geworden, das wir heute wieder auf Vordermann bringen. Wolf erzählt mir beim Zusammenbauen, Jugendarmut ist auch für ihn oft erst auf dem zweiten Blick sichtbar. Wirst du es jetzt nicht unbedingt an kaputten Schuhen oder so sehen? An diesem klassischen Mangel, wo man jetzt guckt und sagt, also so wie das Wertesystem funktioniert, der hat Löcher in der Hose, der ist aber arm, der kann sich keine ganze Hose leisten. Davon würde ich weggehen. Ja, also dass man da das so betrachtet. Armut zeigt sich dabei nicht nur als Zahl auf dem Konto, meint er, sondern auch im fehlenden Know-how. Dass du zum Beispiel die Verbindung hast der Eltern, dass du Netzwerke hast, um einen Praktikumsplatz zu finden. Also Eltern und Kinder, die völlig normal strukturiert sind, da geht doch das meistens, dass man sich das da kümmert. Diese Art des Kümmerns haben die nicht oder ist oft nicht da. Und, wie sieht's aus? Sehr schön. Bist du zufrieden? Mal gucken. Den nächsten Sturm wird's aushalten, hoffentlich. Die meisten kommen auch noch nach ihrem 18. Lebensjahr hier zum Jugendtreff. Auch weil oft die Alternativen fehlen. Sind die, bevor sie 18 sind, nicht in dem klassischen Jugendhilfesystem irgendwie mit drin und angekommen, dann wird es umso schwerer. Und wir haben auch genug Jugendliche, die dann den Weg in das klassische Obdachlosenheim gehen und dort erst mal hinkommen können. Das ist keine Seltenheit mehr. Findest du, dass das Thema Jugendarmut in Deutschland vergessen wird? Ja. Warum? Es wird gesagt, es gibt doch genug Arbeitsplätze, es ist doch genug Arbeit gerade da, kann sich doch jeder kümmern. Aber das ist nicht so, es kann sich nicht jeder kümmern. Sie sind nicht alle so stark, dass sie das so hinkriegen. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wie lange man sich das noch leisten kann, auf die alle zu verzichten. Das sind ja auch nicht wenig, über die wir reden. Ja. Wenn wir in diesem Land verstehen würden, was die imstande ist, könnten wir ganz viele Jugendliche auf einen entspannteren Weg da mitnehmen und dorthin bringen, wo wir sie eigentlich zum Schluss gerne haben wollen, dass sie vollwertige Mitglieder in dieser Gesellschaft werden. Der Kern seiner Arbeit, erzählt Wolf, ist deshalb vor allem präventive Jugendarbeit. Das Machen und Bestärken. Ab Mittag steht hier unter der Woche die Tür für alle offen. Heute wird gekocht, hauptsächlich um den jungen Leuten etwas beizubringen. Aber auch, weil manche zu Hause einfach nicht satt werden. Jetzt kommt die spannendste Angelegenheit. Wie kriege ich das so gewickelt, dass mir das nicht auseinanderfällt? Ja? Mit dem Daumen das reindrücken und dann hast du es schon fast. Guck mal, gut die aussehen. Hilfe! Zeig mal! Hilfe! Hier kann sich jeder nehmen, ohne dass gefragt wird. Aber meistens soll es einfach nur Spaß machen. Der Tag verging wie im Flug. Aber Wolf und die Vajut-Mitglieder werde ich wiedersehen. Denn schon bald ist hier etwas noch viel Größeres geplant. Von den jungen Erwachsenen, die in Deutschland in Armut leben, ist eine Gruppe auffällig stark betroffen. Sogenannte Care-Lieferinnen. Das sind junge Menschen, die etwa bei Pflegefamilien oder in Einrichtungen wie Heimen groß geworden sind. Der Staat geht davon aus, dass Kinder bis zum 25. Lebensjahr bei ihren Eltern zu Hause wohnen. Bei Care-Lieferinnen ist oftmals schon mit 18 und 19 Schluss. Dann müssen sie die Einrichtung verlassen. Also genau in der Zeit, wo eigentlich die wichtigsten Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die letzte Erfassung geht von rund 181.300 Kindern und Jugendlichen in Heim- oder Pflegefamilien in Deutschland aus. Ich treffe Katharina Ronstedt in Berlin. Hallo! Alles geklappt? Ja, gut hergefunden. Sehr gut. Ist ja schon ein Weilchen her, bis du das letzte Mal da warst. Katharina wuchs in verschiedenen Heimen auf, wechselte oft ihre Schule. Wir machen uns heute auf dem Weg zu ihrer letzten Schule, die sie vor über 20 Jahren besuchte. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, kurz bevor du 18 geworden bist? Wie war das für dich? Es stellte sich halt auch relativ fix raus, dass es eben auch als Care-Leaver bist du halt alleine und entweder du kriegst es hin oder es kriegt keiner hin. Sie wollte Ärztin werden. Das teilte sie der Jugendhilfe und der Heimleitung auch mit. Doch sie sagt, in und rund um die Schulmauern glaubten nur wenige an sie.
Dann hieß es, ja, das ist ja schön. Dann kannst du ja jetzt eine Lehre machen. Und mir fiel so alles aus dem Gesicht. Das einzige Mal, wo ich echt nicht die Fassung wahren konnte. Und ich meinte so, nee, ich will Medizin studieren, ich mache jetzt Abitur. Kurz nach dem 18. Lebensjahr fühlte sich die Jugendhilfe nicht mehr zuständig, sagt sie. Das Arbeitsamt aber auch noch nicht. Diese Zeit war wie ein freier Fall. Genau dann musste sie auch noch in ihre erste eigene Wohnung ziehen. Ganz ohne Rückhalt und mitten im Abitur. Also es war super belastend, nicht zu wissen, wie ich die nächste Miete bezahlen soll. Ich hatte mit Anfang 20 eine Räumungsklage. Da hatte ich allerdings auch dummerweise gerade die schriftlichen Abiturprüfungen vor der Nase. Und es war einfach so, ja, dein Problem. Schon als sie hier zur Schule ging, musste sie arbeiten gehen. Noch bis vor einem Jahr ging das Geld, was Kerliver wie sie nebenbei verdienten, zu 75% an das Jugendamt. Sparen war damit kaum möglich. Heute sind es immerhin 25%. Katharina suchte sich ihre Jobs deshalb genau aus. Ich habe halt irgendwie exemplarisch in der Bäckerei geputzt, weil ich nämlich gelernt hatte, bei Türken ist Brot wegschmeißen eine Sünde, also bei gläubigen Muslimen. Und dann habe ich also nicht nur 5 € für die Stunde des Putzen bekommen, sondern eben abends immer noch Brotgeschenke gekriegt. Und das habe ich zum Teil am nächsten Tag in der Schule gegen Obst getauscht. Und sonst wäre das mit Obst ziemlich schwierig geworden. Wir machen eine kurze Snackpause. Im Café bekommen wir zum ersten Baklava noch ein zweites geschenkt. Es erinnert sie an die Zeit von damals, in der sie jeden Euro 5-mal umdrehen musste. Sie hätte sich damals gewünscht, dass die Jugendhilfe nicht genau dann endet, wenn eigentlich alles im Leben neu beginnt. Dann gibt es halt immer noch so diesen Mythos, hier fällt niemand durchs Netz. Und es ist einfach nicht so. Es gibt diesen Spruch, Heimkinder kriegen Heimkinder. Und das wollte ich immer nicht. Ich wollte immer, dass es irgendwann vorbei ist. Ich wollte auch einfach finanzielle Freiheiten haben, ganz ehrlich. Und ich wollte Zugang zu Bildung haben und ich wollte vor allem immer Ärztin werden. Ob Katharina Ronstedt ihren Traum verwirklichen konnte, will ich mir in ein paar Tagen anschauen. Ich treffe Jordan knapp eine Woche später im Jugend- und Familienzentrum St. Georgen in Halle wieder. Er hat heute seine Unterlagen der letzten Monate mitgebracht. Jordan hat Mietschulden, weil sein Antrag auf BAföG noch immer in der Luft hängt. Erstmal schön, dass du da bist. Mhm. Und hast du ein paar Sachen mitgebracht, die wir besprechen können? Ja, wieder so einiges. Hier werden rund 40 junge Menschen betreut, die etwa aus schwierigen Familien kommen, Schulden haben oder eine neue berufliche Perspektive suchen. Heute hilft Sozialpädagogin Maud Rescheleit Jordan beim Gespräch mit der Hausverwaltung. Ja, guten Tag, hier ist Rescheleit vom Jugend- und Familienzentrum St. Georgen. Es geht darum, dass wir ja nochmal über die Mietzahlung uns äußern wollten, die da aussteht. Für die Sozialpädagogin ist es ein 5-Minuten-Gespräch. Kannst beruhigt sein. Ja. Endlich. Gut. Zumindest heute konnte sie weiterhelfen. Viele, die hierher kommen, sind oft schon mit 18 auf Hilfe vom Staat angewiesen. Doch dieses Geld ist am Ende des Monats einfach nicht genug, sagt Maud Rescheleit. Weil die Summen, die da zur Verfügung stehen, ja nicht üppig sind. Das muss man einfach mal so sagen. Die reichen zum Leben, aber nicht, um sich auch mal Wunsch zu erfüllen, den junge Leute halt jetzt so haben, ja. Dann ist das Geld, was die bekommen, oftmals sehr gestückelt aus verschiedenen Töpfen. Er kommt zu verschiedenen Zeiträumen und die jungen Leute haben Schwierigkeiten, das über den Monat im Blick zu behalten, oder? Ein Teil der jungen Erwachsenen in Deutschland hat aber überhaupt keinen Anschluss an den Arbeitsmarkt. Schätzungen gehen von 80.000 sogenannten Entkoppelten aus. Gibt es Jugendliche und junge Erwachsene, die einfach durch das Raster fallen oder passen sie nicht ins System? Das ist eigentlich ein sehr komplexes Thema. Denen fehlen soziale Kompetenzen, denen fehlt Selbstsicherheit. Also in ihrer Persönlichkeit ist das oft begründet. Sie brauchen vielleicht einfach nur eine andere Art von Förderung noch, ja, die wir jetzt auch nicht so vollumfänglich geben können. Die Stadt Halle arbeitet aktuell an einem Programm, um genau diese entkoppelten jungen Menschen zu erreichen. Doch sie räumt auch ein, dass Maßnahmen und Anlaufstellen allein nicht ausreichen, um Armut zu bekämpfen. Die eigentliche Ursache liege woanders. Armut ist immer an die Arbeitsmarktsituation in der Stadt gekoppelt. Solange sich diese nicht erheblich bessert, bleibt auch die Armut bestehen. Glauben Sie, dass das in 10 Jahren noch Thema sein wird? Thema Jugendarmut? Das wird immer noch Thema sein, ja. Und es wird auch nicht, vermutlich nicht viel weniger werden, vermutlich. Eine düstere Prognose. Dennoch gehe ich mit dem Gefühl, dass Orte wie das St. Georgen zwar nicht von heute auf morgen Jugendarmut abschaffen,
aber doch für den Einzelnen eine wichtige Stütze sind. Das ist unser großer Ultraschallraum. Und schön mit der Zeichnung auch. Ja, genau. Ich glaub, haben das die Kinder selber gemalt? Oder nee, dafür haben wir Studenten gehabt, die das gemacht haben. Oh, die armen Studenten. Genau. Katharina, an die zu Schulzeiten niemand geglaubt hat, hat ihren Traum erfüllt und ist tatsächlich Ärztin. Gerade spezialisiert sie sich in der Uniklinik Halle auf Kinderradiologie. Mein Arbeitstag teilt sich quasi auf in Besprechungen, Ultraschalluntersuchungen und Befundungen hier. Mhm. Und das Schönste ist natürlich der Kinderultraschall. Heute sind wir bei einer Ultraschalluntersuchung des Bauchraums dabei. So, einmal tief einatmen, Luft anhalten. Danke. Katharina sagt, dass für sie als ehemalige Caregiverin auf dem Weg zur Ärztin neben einer großen Portion Durchhaltevermögen auch Glück im Spiel war. Sie bewarb sich und bekam Stipendien, hatte Förderer und ist heute da, wo sie immer sein wollte. Gut, danke dir. Die Hürde, als ehemaliges Heimkind oder Pflegekind zu studieren, ist hoch. Wie viele Caregiver in Deutschland zum Studium zugelassen werden, wird nicht erfasst. Schätzungen belaufen sich auf bis zu 3%. Katharina packt noch heute die Wut, weil es so wie sie nur wenige schaffen. Weil es für viele Caregiver gerade im Übergang oft um die pure Existenz geht, engagiert sich die Radiologin neben ihrer Arbeit für einen Notfallfonds. Hallo. Hi. Hi, klappt das? Ja, hast auch noch ein Bild? Hallo, hallo. Zusammen mit zwei weiteren entscheidet sie über Geldanträge von Caregivern, wenn nichts anderes mehr greift. Das Versprechen? Schnelle Hilfe in bis zu 72 Stunden. Okay, also wir haben quasi zwei Fälle auf der Liste. Ja. Dann, ja, mit dem letzten Antrag. Beim Notfallfonds gehen bis zu 3 Anfragen pro Woche ein. Ein Fall blieb ihr aber besonders hängen. Ein 20-Jähriger, der aus der Jugendhilfe fiel und seine Ausbildung in der neuen Stadt fast abbrechen wollte, weil ihm das Geld für eine Matratze fehlte. Und dieser Mensch hat dann bei uns eine Matratze beantragt und war zu schüchtern, eine Bettdecke und Beziehzeug dazu zu beantragen und hat das nur auf Nachfrage dann mitbeantragt. Und dem konnten wir echt helfen, der hätte seine Ausbildung sonst nicht machen können, weil es an der Matratze gescheitert wäre. Was? Macht das mit dir? Jeder Antrag, den wir genehmigen, heißt, dass die staatliche Strukturen versagt haben. Und es macht mich wütend. Ich finde es so ineffizient, ich finde es so ärgerlich, ich finde es so verantwortungslos und so wirklich gegen jeden ethischen Standard im Grunde. Sie fordert, Jugendhilfe müsste öfter über das 18. Lebensjahr hinausgehen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz erlaubt das auch. Trotzdem enden die meisten Betreuungen schon mit der Volljährigkeit, einer Zeit voller Umbrüche. Doch Katharina will auch Mut machen. Was würdest du denn jetzt so aus deiner heutigen Sicht deinem vergangenen Ich in seiner schwersten Zeit gerne sagen wollen? Bleib dran, es wird Jahr für Jahr einfacher. Sie hofft, dass der Notfallfonds irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Bis dahin will sie Caregiver auf den Weg ins eigene Leben unterstützen. Einen Monat später bin ich wieder im Bayut. Franz, hilfst du mir, den Teppich mit vorzubringen? Hier? Genau, mach das da mal mit hin. Heute findet hier die sogenannte Gala der Jugend statt. Ein Fest für, aber vor allem von jungen Menschen. 5 Jugendtreffs aus Halle packen mit an. Nur die letzten Handgriffe fehlen noch. Oh, das wären keine 10 Meter. Die haben uns beschissen. Kaum ist der rote Teppich ausgerollt, kommen schon die ersten Gäste. Auch Lukas und Jordan wollen kommen. Heute soll es nur um junge Menschen gehen, die zeigen, was sie können. Eine Bühne für die, die sonst nicht im Fokus stehen. Thank you.
Mehr als ein Monat ist vergangen, als ich auf der Gala wieder auf Lukas treffe. Etwas hat sich seit unserem letzten Treffen verändert, erzählt er mir beim Abwasch. Also ich bin schon in vielem offener geworden. Ich muss mir kein zweites Gesicht aufziehen, um mich damit zu decken oder zu schützen. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht. Und darum rede ich auch kaum mit jemandem und baue mir eine Mauer vor mein Gesicht. Und die will ich kaputt schlagen, ja. Lukas will wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen, auch wenn ihm das noch schwer fällt. Aber nicht nur Lukas, auch Jordan ist zur Gala der Jugend gekommen. Können wir uns hier hinsetzen? Ja, klar. Vielleicht ein bisschen nass. Okay. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war es ja eine für dich sehr schwere Zeit. Ja. Was hat sich dann da vielleicht sogar verändert? Also, geändert hat sich so einiges tatsächlich. Ich habe ja jetzt endlich meinen BAföG bekommen und auch die Nachzahlung, damit ich meine Miete zahlen kann. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Also ich versuche momentan so ein bisschen jetzt selber was aus mir zu machen, so ein bisschen mich auch selber zu belehren. So zum Beispiel, was die Schule mir nicht beibringt, bringe ich mir selber bei. Und dass ich dann halt auch da bin für Leute. Du willst andere unterstützen? Auch, und ich möchte halt auch jemand sein. Das ist so ein Traum von mir, dass ich einfach nicht der Typ auf der Straße bin, sondern der Typ hat doch mal irgendwas gemacht. So, cool. Ja. Was? Für dich ist das Grand Finale. Dann danke dir. Kein Problem. Für die Zeit. Gerade nach dem Treffen mit Lukas und Jordan wird mir deutlich, ein Land wie Deutschland kann es sich nicht leisten, dass aus armen Kindern arme Jugendliche und schließlich arme Erwachsene werden. Kein Kind sollte Pfandflaschen sammeln müssen. Kein junger Mensch sich fragen müssen, ob er ein Dach über den Kopf hat. Politik und Gesellschaft haben das Problem an der ein oder anderen Stelle erkannt und sind es angegangen. Doch solange die Zahl armutsgefährdeter junger Menschen so hoch ist, wirkt das auf mich wie eine Symptombehandlung. Oder wie seht ihr das? Geht Armut nicht uns alle an? Lasst uns doch gerne in den Kommentaren diskutieren. In eine ganz andere Welt könnt ihr eintauchen, wenn ihr euch die Reportage von Elsa und Jonas anschaut. Sie sind nämlich der Frage nachgegangen, welche Schattenseiten das Influencer-Dasein hat. Und Victoria hat nachgefragt, was für Auswirkungen eigentlich der Haustierboom zu Corona-Zeiten hatte.